Connected Cam, so heißt die NAB, Neuheit von JVC Professional. Was es genau damit auf sich hat und wie man sich damit connectet, das erklärt uns jetzt Gustav Emrich von JVC Professional. Gustav, JVC Connected Cam, was hat es damit auf sich und wie verbindet man sich, wie connectet man sich? Also Connected Cam ist unsere neue Kameralinie, das ist eine komplett neue Elektronik in der Kamera. Wir haben ja auch hier eine neue 2/3 Zoll. Damit haben wir auch komplett neue Elektronik, aber Connected Cam kommt ja, sage ich mal, als neue Serie heraus, basierend natürlich auf unseren vorherigen IP-Kameras. Und das Ziel ist, eine Möglichkeit, alle Verbindungsmöglichkeiten für IP-Video und Remote-Steuerung und Metadatenübertragung, FTP-Übertragung in die Kamera zu integrieren. Ja, deshalb, man sieht ja hier schon mal diverse Antennen, vielleicht kannst du zu denen schon mal was sagen, was wird denn da so gefunkt? Ja, also man muss mal, wenn ich die Kamera mal drehen darf, von der Rückseite, muss man sich diese Seite hier vorne mal anschauen. Da findet man sich erstmal wieder aus unserer vorherigen Serie. Wir finden unseren USB-Host-Anschluss wieder, der es ermöglicht, WLAN-Adapter anzuschließen, LTE-Adapter anzuschließen oder Ethernet-Adapter anzuschließen. Der Ethernet-Adapter, der entfällt praktisch. Wir haben ja auch hier direkt eine RJ45-Buchse, direkt für ins LAN zu gehen. Da komme ich auch direkt darauf zurück, dass wir die komplette Engine, die Streaming-Engine hier, wesentlich verbessert haben. Wir können jetzt bis zu 20 Megabit streamen. Und wir haben auch eine Latency-Reduzierung auf 500 Millisekunden. Natürlich ist das abhängig von Glas zu Glas, je nachdem, wie die Netzwerkverbindung aufkommt. Das wäre jetzt die Möglichkeit, weil Kunden schon diese Adapter haben, die können hier nach wie vor verwendet werden. Das hat uns aber nicht ausgereicht und haben uns entschlossen, auch in die Kamera direkt ein WLAN-System zu integrieren, 2,4 und 5 GHz. Und dann sieht man hier oben schon die Antennen, die wir hier oben drauf haben. Und das ist unser, sage ich mal, Optionseinschub. Wir können jetzt theoretisch die Antennen hier rausnehmen und haben hier einen Zusatzslot zur Verfügung. Und dann wird als nächstes Upgrade für diese Kamera, also natürlich als Option, auch ein LTE-Bounding-Modul geben, dass man jetzt nicht irgendwo andocken muss, sondern das komplett versorgt wird und alle Verbindungen direkt aus dem Slot herauskommt. Dessen noch nicht genug, es ist ja ein Optionsslot für denjenigen, der in dem Moment nicht konnektieren will, sondern normal in anderer Weise damit arbeiten will, ist in der nahen Zukunft dieser Slot auch dafür da, dass man hier ein SSD-Harddrive einschieben kann. Und wenn wir wieder zurückfahren auf diese Verbindungen, dann ist natürlich noch der nächste Punkt, ist im Moment benutzen wir natürlich für das ganze Streamen H264. Die Möglichkeit gibt uns hier auch nochmal einen anderen Encoder später einzusetzen, dass wir auch H265 streamen kann. Um dann nochmal die Datenrate ein bisschen weiter zu reduzieren. Ja. Und dann haben wir zwei weitere Antennen. Ja, die zwei weiteren Antennen ist natürlich für den Wunsch des Interviews, dass wir hier natürlich drahtlos Audio supporten können. Das ist ein Unislot. Es gibt ja zwei Systemvarianten, Superslot und Unislot. Ja. Wir supporten hier den Unislot und das ist im Prinzip brennfrei, also alle Wireless-Receiver, nur mal hier zum Beispiel, um Sennheiser mal zu nennen. Ja, 6042, den haben wir ja auch im Programm, das ist eine sehr schöne Lösung und tatsächlich gibt es nicht so viele Kameras, die jetzt neu vorgestellt werden, die diesen Einschub haben. Das glaube ich, In der ganzen Familie mit diesem Connected Cam, das wir schon bereits in der Kamera mit integriert haben und zukünftig auch ein LTE-Bonding haben, läuft später noch in diese Familie rein noch spezielle Übertragungsverfahren, die direkt hier mit der Kamera verbunden werden können, also hinten auf den V-Mount des Batterieanschlusses nochmal spezielle Übertragungssysteme nochmal adaptiert werden können. Also die Kamera ist wirklich für jegliche Art von Netzwerkverbindungen gedacht. Was auch noch besonders ist, wenn wir sagen Connected Cam, wir haben natürlich das Streaming in diversen Formaten, in den diversen Protokollen, die wir ja schon immer integriert haben, sei es RTMP, sei es RTSP, SIMT 2022 Level 1 und 2 mit Fehlerkorrektur, SIGSI-Protokoll natürlich drin, UDP-Protokoll, das ist alles vorhanden in der Kamera. Aber wir haben uns noch was Besonderes überlegt, wenn wir schon Connected Cam sagen und immer mehr über IP reden, haben wir natürlich auch das Audio Return, das sogenannte IFB,
Interoperable Fallback Audio für das Interview über die Station, haben wir erweitert. Das heißt, wir sind in der Lage, nicht nur ein Audio-Return zu bekommen, sondern auch ein Video-Return zu bekommen. Das heißt, wir haben der Kamera auch nochmal einen internen Decoder spendiert, die in der Lage ist, praktisch von der Station her nicht nur die Audio-Fragestellung zu kriegen, sondern dass derjenige, der vorne steht, mit einem angeschlossenen Monitor auch ein Video aus dem Studio empfangen kann, über IP. Also gibt es zwei typische Anwendungsmöglichkeiten, einmal zur Kontrolle, dass man sozusagen nochmal wirklich von... Genau. Das komplett mit Studio-Einblendungen, Text und so weiter sehen kann. Oder eben tatsächlich für eine Interviewsituation, wo vielleicht auch mal jemand irgendwas einblendet oder sagt, hier sind jetzt die Zahlen, kompensieren Sie das mal. Ja. Ist ja schön, wenn dann der andere auch was sieht. Ne? Ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Man kann das eher einmal so nehmen. Man könnte das theoretisch auch, sage ich mal, als einen Cue-Monitor verwenden. Theoretisch, man könnte ja auch nur Text drüber schicken über das Video. Dass man vorne halt einen Monitor drauf hat, dass man dann halt die Fragestellung per Text drüber schickt. Also es sind vielfältige Möglichkeiten. Ferner zu der Konnektivität gibt es ja auch die FTP-Übertragung zum Studieren. Auch hier ist neu, dass wir hier ein Auto-FTP mit integriert haben. Das heißt, ich nehme auf, ich kann in der Kamera einstellen, wie groß meine Übertragungsfiles sein sollen, ob die, sagen wir mal, eine Minute sind, zwei Minuten etc., die Zeitfenster, damit die nicht zu lange sind. Und in dem Moment, wo ich praktisch einen Start-Stopp mache, wird parallel, wenn ich es so eingestellt habe, automatisch der File sofort transferiert ins Netz. Also es ist also wirklich extrem viel an Konnektivität von dieser Kamera gedacht. Ferner ist sie auch noch studiotauglich, das heißt, wir können hinten die Batterieplatte abnehmen. Wir haben einen hier integrierten 68-Pin-Connector. Damit kann man ein Fibersystem einbinden da drauf und dann sind alle Anschlüsse laufen über den internen Connector, so man hat ein Minimum an Kabels. Und vielleicht, also wir sehen ja, die Kamera hat auch noch viele Anschlüsse, auf die kommen wir gleich. Ich denke mal, so ein paar grundsätzliche Leistungsdaten sollten wir an der Stelle vielleicht auch mal nennen und vielleicht sollten wir auch schon mal den Preis nennen, dass man so ein bisschen eine Idee hat, wo wir denn hier liegen. Fangen wir gleich mal mit dem Preis an. Ja, Preis, jetzt kann ich noch nicht ganz zu 100% sagen, aber der Listenpreis wird etwa bei 12.500 bis 13.000 Euro liegen in Europa. Und ist es dann schon ein Kit, wo also ich sage jetzt mal Sucher und Objektiv drin sind? Objektiv ist immer separat zu sehen. Das heißt, was man hier bekommt, ist praktisch Sucher und das Kamerachassis dazu. Okay. Ja, das ist ein neu entwickelter OLED-Sucher, der dabei ist, plus dem Kamera. Natürlich sind das Wireless-Modul, das ist drin, das ist dabei. Natürlich Audio und so weiter, das ist alles separat. Ja. Okay. Ja. Und zu den grundsätzlichen Leistungsdaten, eine klassische Frage wird jetzt sein, kann die denn auch 4K? Nein, das kann sie nicht. Es ist eine reine HD-Kamera. Wir haben also mit vielen gesprochen, weil im Prinzip die Anwendung hier ist ja wirklich ING-Nachrichtenbedarf. Und da ist der Bedarf da für HD. Das ist in 4K nicht unmittelbar ein Thema. Wir haben uns entschlossen, hier eine Kamera zu bauen mit drei CCD, 2/3 Zoll Anschluss, B4-Mount, klassisch. Das heißt, die vorhandenen Objektive können verwendet werden natürlich. Die Kamera unterstützt auch Collaboration-Kompensation, sobald ein Objektiv angeschlossen wird, natürlich auch, dass das Feedback gibt. Wir sprechen hier über eine Lichtempfindlichkeit von F13 und von einem Signalrauschabstand von 62 dB. Ja. Es ist eine Vielzahl von von Aufnahmeformaten, die wir supporten. Wir machen ja bei uns im Hause JVC unsere Kameras immer mit Multicodec, dass wir uns nicht festlegen auf eins. Wir sprechen hier als Standard H264, 50 Megabit, 422, 10 Bit. In verschiedenen Paketformaten, QuickTime, AVC, HD. Wir supporten natürlich auch für die Leute, die damit Sport machen wollen. Im Sport ist in der Regel MP4-Format, das wird auch supportet. Wir supporten auch Classic MPEG-Formate und MXF-Formate. So, also multifunktionell, die Kamera. Okay. Und die Bildraten, die unterstützt werden jetzt in der HD-Aufzeichnung? Bis maximal 120 Bilder pro Sekunde. Ja, also in Slow Motion bis maximal 120p sind möglich.
Dann machen wir vielleicht mit den Anschlüssen mal weiter. Wir haben jetzt gesehen auf der Rückseite, oder du hast es gesagt, haben wir den neben der Stromaufnahme auch einen Netzwerkanschluss. Es sind aber noch weitere Anschlüsse dort vorhanden. Vielleicht sollte ich grundsätzlich erst nochmal zu sagen, wir haben wegen den Anschlüssen, wenn wir sehen das gleiche auf dem Bild, ich darf es nochmal gerade so rumdrehen, wir sehen das hier in der finalen Variante, wenn sie ausgeliefert wird, sind die hier noch normal so eine Gummiverschlüsse drum. Das hat einen besonderen Grund, da ja solche Kameras auch zwar immer noch irgendwelche protektiven Verkleidungen bekommen, haben wir uns entschlossen, das Chassis so robust zu bauen, dass es ein IPX-Level hat. Das heißt, es ist im Prinzip spritzwassergeschützt. So dass man wirklich auch eine gewisse Sicherheit hat, falls es wirklich mal plötzlich anfängt zu tröpfeln, dass man nicht direkt Panik bekommen muss. Also das ist ein wirklich sehr hochwertiges Gehäuse. Ja, also ich habe es vorhin ja schon mal angefasst. Es ist auch so von der ganzen Haptik und von dem Material her, wirkt es sehr robust und schaut ein bisschen nach Arbeitstier aus. Ne? Und wenn man dann zu Arbeitstier kommt, dann kommen wir zu den Verbindungen. Wir haben natürlich hier eben schon mal die klassischen Anschlüsse gesprochen für die Netzwerkanbindungen. Aber es gibt ja immer so Sachen. Wir haben ja so einen Slogan, sagen wir mal, wir haben den Input bekommen von unseren Kunden und wir haben euch zugehört, dass wir was machen. Das fängt einfach mit ganz einfachen Dingen an. Typischerweise hat man hier oben normalerweise so ein On-Top-Licht drauf und das geht normalerweise ein Kabel zurück und man schließt das hier an die typischen DTAP-Anschlüsse an den Batteriepaket an. Ja. Wir haben es direkt hier vorne an der Kamera gemacht, das heißt, wir brauchen nicht groß stecken. Ja. Wir haben ferner auf der Rückseite hier auch nochmal DC-Anschlüsse drin. Das sind so Husiten-Anschlüsse drauf. Damit gibt es auch die Möglichkeit, falls der Kunde irgendwelche Wünsche hat, nochmal irgendwas anderes zu adaptieren, dass er nicht irgendwo groß mit Kabel oder irgendwelchen Y-Kabel anfangen muss zu arbeiten, dass er kann es direkt hinten an der Kamera anschließen. Für die Audioseite vielleicht auch nochmal interessant. Wir haben hier vorne an der Kamera für den Audioanschluss, für das Mikrofon, einen 5-Bin-XLR für Stereo-Mikrofone. Ja. Die Eingänge sind übrigens alle kanalmäßig wählbar. Wir haben hier ein Vierkanalsystem. So, und ich kann also die Audiokanäle frei definieren, ob das hier vorne Kanal 1 und 2 sein soll oder 3 und 4, ist frei wählbar. Das heißt, wir haben hier vorne den 5-Bin-XLR und haben und der Kamera hinten natürlich auch professionelle 3-Bin-XLR-Eingänge, zwei Stück hinten der Kamera zur Verfügung gestellt, frei selektierbar als Kanal 3 und 4. Und natürlich per Software umschaltbar hier oben. Ferner wird auch noch das IFB, also das Audio Return, ist frei mixbar. Also man kann entscheiden, ob es auf den Kopfhörerausgang geht, ob es aufgezeichnet wird. Also es sind viele, viele Routing-Möglichkeiten in der Kamera vorhanden. Ja, das ist toll. Also damit ist man ja wahnsinnig flexibel tatsächlich. Die ist sehr minimalistisch auf dieser Seite von den Bedienungen her. Das ist also von unseren Field- oder Feldstudien und den entsprechend mit unserem Kunden gesagt, es ist immer kritisch, wenn man so viele Tasten hat, da kommt man dran beim Arbeiten. So, wir haben auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass man nicht unbedingt aus Versehen irgendwo drankommt. Ja. Es sind die wichtigsten Funktionen alle vorhanden, die man braucht. Alles weitere wird hier vorne über das Display dargestellt, das übrigens auch natürlich das Video darstellen kann, aber ist in der Regel dazu da, um alle Systemeinstellungen zu identifizieren. Das heißt, ich kann hier sehen, meine Audiopegel sehen, ich kann hier sehen, wie meine Netzwerkverbindung ist, ob Streaming aktiv ist oder nicht. Das bekommt man alles hier oben über diese Anschlüsse. Also das Display ist jetzt ja ganz offenkundig nicht rausklappbar, sondern die Funktion, wenn man jetzt sozusagen über Kopf drehen will, das würde dann wahrscheinlich eher der Sucher mit übernehmen. Genau, ne? So ist es richtig. Vielleicht auch nochmal zurückzukommen, gerade über die Anschlüsse. Wir finden an der Kamera, ich drehe sie gerade auch nochmal hier rum, wir finden auf der Kamera auf der Seite auch nochmal einen HDSDI-Eingang. Der ermöglicht uns, ein Poolfield zu bekommen. Poolfield, also nochmal, wenn man ist irgendwo auf einem Interview, es kann sein, dass es da eine Masterkamera gibt, dass ich von daher das Signal komme und kann es hier unten aufzeichnen drauf. Oder ich tausche mir schnell mal mit einem anderen Kollegen irgendein Bildsignal aus. Aber das Gute darin ist, dieser Eingang kann auch als Encoder verwendet werden. Das heißt, wenn ich schon streame und ich muss noch irgendwas anderes mit einspielen in dem Stream, kann ich die Kamera umschalten, kann ein externes Signal über meine Konnektivität hier natürlich auch noch streamen. Cool. Ja, das ist natürlich auch wieder für so die klassische Situation im B-Bereich, Pressekonferenz oder ähnliches, ne?
kriege ich, wie du schon gesagt hast, ein Master-Signal, vielleicht, was ich dann entsprechend direkt hier absetzen oder recorden kann. Also auch da kann ich so leiten, wie ich es benötige. Ja. Und ja, weitere Anschlüsse auf der Rückseite. Wir haben über das Audio gesprochen. Wir haben den USB mit der Möglichkeit, dort verschiedene Adapter anzuschließen. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben aber natürlich auch die klassischen Videoausgänge. HDMI und HDSDI? Ja, sicher. Ja. Ja, 3G HDSDI-Ausgang, HDMI-Ausgang ist da. Auch diese sind routbar. Wir haben ja auch eben von diesem Video-Return gesprochen. Auch dieses Video-Return-Signal kann geroutet werden. Das heißt, ich kann es im Sucher sehen, ich kann es hier auf dem Seitenmonitor sehen oder ich kann es hier nochmal an dem separaten HDSDI-Ausgang rausrouten und kann praktisch einen separaten Monitor daneben dran stellen, sodass man die Möglichkeit hat, dass das Return-Signal komplett separat von der Kamera nochmal ausgegeben werden kann. Das ist eigentlich ein kleiner Ü-Wagen in Kompaktform. Ja, wenn man so will. Das ist eine schöne Definition, kleiner Ü-Wagen, tragbar, genau. Fehlen nur noch die Räder, ne? Schon ja. Geht's los. Ja. Okay. Und wir stützen natürlich, um das nochmal zu erwähnen, natürlich auch HDR. Einmal Hybrid Lock und einmal unser J-Lock. Was haben wir denn jetzt möglicherweise vergessen? Also ich denke, die Tasten, die wir jetzt hier an der Seite finden, die sind relativ standardisiert, was eigentlich ein EB-Kameramann erwarten würde, ja. Oder? Ja. Ja, natürlich ist es so, dass man auch eine gewisse Flexibilität hat. Die ein oder andere Funktionstaste kann natürlich auch nochmal über das Menü nochmal frei definiert werden. Natürlich ist die Kamera natürlich auch über Remote steuerbar. Das heißt also, ich kann auch Systemeinstellungen natürlich über IP kontrollieren. Und GPS wird auch supported. Das nochmal nebenher. Es wird auch eine Möglichkeit, auch per GPS die Kameraposition zu identifizieren. Dann bleibt noch die spannende Frage nach der Verfügbarkeit. Verfügbarkeit wird sein, sagen wir mal Ende, so Mitte Juli, August. So im Prinzip passt es für Europa so ziemlich zur IBC-Zeit. Und du hast vorhin schon mal so gesagt, Connected Cam ist jetzt nicht die Bezeichnung für diese Kamera, sondern das ist eine neue Serie. Ja. Also da kommt noch was. Da kommt noch was. Ja, das kann ich schon sagen, da kommt noch was, aber was da kommt, kann ich heute noch nicht sagen. Wir sitzen dann spätestens zur IBC wieder zusammen und reden dann mal, was es noch so alles Schönes gibt. Man kann sich ja schon vorstellen, wenn das jetzt hier die Schultervariante ist, denn das ist ja ganz offenkundig, das ist ja auch ein Formfaktor, der nach wie vor sehr gefragt ist. Und da habt ihr ja eigentlich auch viel Erfahrung, wart ja eigentlich auch die Ersten, die jetzt, ich sag jetzt mal, so eine relativ preisgünstige HD-Kamera entwickelt haben. Das heißt, ihr habt da auch einen sehr großen Kundenkreis, der eigentlich genau dieses Format schätzt und vielleicht auch auf genau sowas gewartet habt. Aber ihr habt natürlich auch einen großen Kundenkreis, die vielleicht eher den Henkelmann bevorzugen. Und da wird es dann vielleicht auch was geben. Na ja, lassen wir das halt mal als Überraschungspaket mal auf. Okay, dann sage ich noch weiter eine schöne NAB-Show und bis zur IBC. Vielen Dank. Ja, bis dann. Tschüss. Prima.